Also Leute, wir sind in der berühmtesten Stadt der Welt. Wir sind in Dubai, Leute. Ja, schaut her. Wir werden heute eine verrückte, sehr verrückte Herausforderung haben. Und was ist diese Herausforderung? Wir gehen in die größte Mall der Welt und shoppen. Jeder von uns hat eine Stunde Zeit, um einzukaufen, was ihm gefällt. Und wer sich die coolsten und geilsten Dinge kauft, gewinnt 1.000 Euro, Freunde. 1.000 Euro. Ich zeig's dir gleich, was los ist. Ja, zeig's schau, mir, Rafa. Das ist Geld. Ja, wir sind in Dubai, aber wir haben das Geld dabei. Hier, schaut mal die Potte. Ja, toll, wer gewinnt, bekommt 1.000 Euro. Natürlich wissen wir, dass ich gewinne, weil ich der Klügste bin. Ich weiß nicht, Timon. Ich persönlich werde einkaufen gehen. Ich werde die Dinge kaufen, die für mich und meine Familie kaufen möchte. Was wollt ihr kaufen? Ist mir egal. Weiß sicher, dass ich heute 1.000 Euro gewinnen werde, Leute. Ihr werdet später alles sehen, okay? Du kennst mich, Rafario. Leg dich nicht mit Rafario Also gehen wir ins Einkaufszentrum und jeder geht, wohin er will, okay? Los geht's. Und ihr, Freunde, abonniert, drückt die Glocke und gebt auf jeden Fall ein Like, okay? Los geht's. Los. Passt auf, Leute, ich weiß wirklich nicht, wohin ich gehe. Die Mall ist so riesig. Sie ist die größte Mall der Welt. Und ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Wo soll ich anfangen? Und ich habe auch nicht so viel Zeit. Deshalb laufe ich dorthin. Und was ich finde, werde ich bestimmt kaufen. Ich muss etwas kaufen. Freunde, ich habe eine verrückte Idee. Denn wisst ihr, ich bin Rafario und ich bin sehr schlau. Ich werde diese Einkäufe tätigen. Und dann, was ich kaufe, yo, schaut an diesem Kauf, verdiene ich Geld und gewinne die Challenge. Und wenn ich die 1.000 Euro gewinne, kaufe ich mir ein sehr cooles Geschenk, Freunde. Los geht's! Also Leute, meine Taktik ist wie folgt. Ich werde Kleidung, Schmuck, Schuhe und so weiter kaufen. Aber Tatsache ist, dass hier als erstes alle Dinge sind sehr teuer, speziell in diesen Läden. Und zweitens, hier ist aus irgendeinem Grund alles feminin. Ich weiß nicht warum, es hier keine Herrenschmuck gibt. Und doch wisst ihr, dass dieses Einkaufszentrum stets Stockwerke hat. Das ist das größte Einkaufszentrum der Welt und deshalb habe ich nicht viel Zeit. Freunde, ich schwöre euch, das ist so ein riesiges Einkaufszentrum, dass ich nicht weiß, wohin ich gehen soll. Und deshalb schaue ich hier auf der Karte, auf dieser Etage, wohin ich auf jeden Fall gehen werde. Ich möchte Marken wie Armani, Calvin Klein oder ähnliches finden. Ich weiß nicht, wo diese Marken sind, aber ich denke, ich schreibe hier mal auf. Pass auf, Tommy Hilfiger. Ups, hier ist es. Hier, Tommy, Diesel, Calvin, alle von ihnen sind hier. Jetzt lass uns dorthin gehen und wir werden es irgendwie finden, mit Glück. Los geht's. Wie ich schon sagte, ich bin der Klügste. Ich werde einige Dinge nehmen, kaufen, die ich für meine Arbeit brauche, damit ich viel Geld verdienen kann. Verstehst du? Hier ist der Laden, wie ich es sehe. Sie verkaufen die notwendigen Dinge für unsere Arbeit, Freunde. Hier können wir Kameras und Objektive kaufen. Schaut vorbei und ich kaufe, was ich kann. Good morning, good evening, how are you? Fine. I'm fine. I need some one the best for my channel camera, Sony. Do you have the best? The best camera? No problem with money. No problem. Fine. I can give you this model. It's a A7 Mark IV. Okay. The very best camera for very your good. Channel. Freunde, dieser Kauf ist für euch. Wir werden unsere Videos für euch noch besser machen, Freunde. Weißt du, das ist in einem Geschäft in der Dubai Mall. Thank you. Also Leute, ich habe einen coolen Laden gefunden, in den ich gehen möchte. Und ich denke, dass es dort ein sehr cooles Hemd gibt, das ich wahrscheinlich kaufen kann. Freunde, wie gefällt euch dieses Hemd? Ich mag es sehr. Es ist ein bisschen teuer, aber das ist okay. Ich werde es kaufen. Ich finde, es ist sehr Geld wert. Freunde, ich liebe es wirklich. Und wie gefällt es euch? Schreibt in die Kommentare. Dieses coole Hemd hat 555 Euro gekostet. Aber jetzt gibt es einen Rabatt und ich habe es für 150 gekauft. Ich finde es ein Geld wert. Kurz gesagt, ausgezeichnet. Alter, ich bin alle Läden durchgegangen, die ich dir gesagt habe. Ehrlich gesagt, hat mir überhaupt nichts gefallen. Und ich sagte, dass ich zu einem teureren Laden gehen würde. Ja, Leute, das sind auch teure Armani, Tommy und so weiter. Aber es gab nichts, was mir gefallen hat. Ich zahle lieber etwas mehr, kauf weniger. Also, Freunde, in diesem Laden in der Mall können wir hier zu den besten Preisen einkaufen. Und ich wusste das und kam her. Und die Kamera, die ich für euch kaufen werde, kostet fast 3.000 Euro, meine Freunde. 3.000 Euro. 3.000. Und jetzt nehme ich es. Hoppla. Hier ist es, Freunde. Sony. This is really good, but we need lens. The best lens.
Es ist alles sehr gut, aber wir wollen ein anderes Objektiv, ein besseres Objektiv. Ich möchte auch ein Objektiv kaufen. Wie heißt das Objektiv? Linse. Um coole Videos zu machen, hoppla. Und dieses Objektiv kostet etwa 2000 Euro. Ich weiß sicher, dass ich diese Herausforderung gewinnen werde, Freunde. Ich weiß es genau, Freunde. Ja, okay, jetzt werde ich weinen und weitermachen. Und wie immer habe ich eine goldene Karte. Und es gibt kein Problem mit der Kohle, Jungs, weißt du? Abonniert, Jungs, für euch versuchen wir es und wir kaufen solche Dinge, okay? Nur für euch. Vielen Dank. Danke, Freunde. Freunde, seht, ich habe neue coole Sachen gekauft. Und ich habe noch eine verrückte Idee. Los, los. Also Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich ein Hemd gekauft. Und jetzt ist es mein Ziel, Schmuck zu finden. Zum Beispiel Ohrringe oder Armbänder oder etwas anderes. Anschauen oder Schuhe kaufen oder beides. Und Schmuck und Schuhe mal sehen. Lasst uns schauen. Diese Mall ist sehr groß. Ich bin verloren und habe nicht viel Zeit. Los, 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 los. Freunde, um ehrlich zu sein, ich möchte wirklich in dieses Aquarium gehen, um Haie, Delfine und so weiter zu sehen. Aber ich muss einkaufen. Die Zeit läuft und ich habe nichts gekauft. Weder für mich noch für jemand anderen, für den ich ein Geschenk kaufen wollte. Also ich weiß nicht, ich muss nach mehr Läden suchen. Ich kann nichts finden, aber was soll ich machen, ne? Jetzt gehe ich und ihr werdet verrückt werden, Freunde, wenn ihr erfahrt, was ich kaufen werde. Ihr werdet es nicht glauben. Weißt du, ich sag dir jetzt die Wahrheit. Du weißt so gut, dass ich Samsung mag. Und was kaufe ich jetzt? Gehen wir zum Apple Store. Siehe hier. Oh mein Gott, schaut, wie groß es ist. Da schau, schau da drüben. Aber ich muss warten, bis ich die Herausforderung gewinne. Oder ist Samsung besser? Das Problem ist, dass ich nicht viel Zeit habe. Ich muss pünktlich sein. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Es muss etwas getan werden, Freunde. Freunde, was ist passiert? Ich glaube, ich bin am falschen Ort. Hier gibt's keine Geschäfte. Hier ist Playroom. Ich muss schnell einen Laden finden, weil mir die Zeit davon läuft. Freunde, schaut her, was ich für eine coole Jacke gefunden habe. Ich mag sie wirklich. Um ehrlich zu sein, Demon wird mich beneiden. Auf jeden Fall neidisch sein. Demon, es kostet etwa 700 Euro, aber jetzt ist sie reduziert. Und sie kostet ungefähr 180 bis 190 Euro. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich denke, ich nehme sie. Freunde, sie steht mir gut, oder? Eigentlich werde ich sie anprobieren. Und du wirst sehen. Okay, lass uns nachsehen. Passt sie zu mir oder nicht? Ich hoffe ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie mir gut steht. Freunde, wenn sie mir passt, liken. Damit ich verstehe, ob sie mir passt oder nicht. Ich hoffe, sie ist cool. Ich habe endlich was für mich gekauft. Freunde, leider gibt es eine sehr lange Warteschlange beim iPhone Apple Store und ich muss hier etwas finden. Vielleicht finde ich etwas in einem anderen Laden, wo ich ein iPhone kaufen kann. Denn ich möchte diese Herausforderung auf jeden Fall gewinnen, Freunde. Seht her, wie schön es ist, aber es hilft mir jetzt überhaupt nicht. Ich gehe suchen. So Leute, ab geht's in den Michael Kors Laden. Jetzt sagt sie, dass sie eine Handtasche kaufen muss. Ich habe aber eine Handtasche, aber sie ist voll hässlich. Deswegen, wenn ich eine Handtasche sehe, kaufen wir sie. Lass uns gehen. Leute, ich habe sie gekauft. Ich hoffe, Freunde, dass ihr mir auch zustimmen werdet. Lasst uns ein Geschenk finden, denn wir haben keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Ich bin sehr spät dran. A few moments later. Also Freunde, im Allgemeinen habe ich, wie gesagt, ein iPhone 13 Pro Max gekauft. Schaut, wie lang, lang, lang die Linie ist. Ich habe es geschafft, denn in 3 Minuten muss ich raus. Gewonnen. Meine Taktik ist folgende. Ich muss 1000 Euro gewinnen. Dieses iPhone kostet 1100 Euro. Also habe ich es gekauft. Wenn ich gewinne, habe ich nur für 100 Euro gekauft. Freunde, ich bin so ein geiler Frosch. Los, los. Also Leute, ich bin der Michael Kors Laden und ich habe eine Tasche gefunden, die mir wirklich gut gefallen hat. Sie ist rot. Ich denke, ich werde sie kaufen. Zuerst schaue ich, wie viel sie kostet. Und wenn sie mir steht, kaufe ich sie. Es gibt einen Rabatt drauf. Und deshalb, ja, wie gefällt sie dir? Ich hoffe, sie ist cool. Sie ist rot. Das ist es, was ich brauche. Und wir kaufen sie. Also Leute, ich bin hierher gekommen zum Apple Store und jetzt werde ich ein MacBook kaufen. Was für ein MacBook es sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich jetzt hineingehe und es kaufe. Ich hoffe, bald vorbeizukommen. Hoffen wir bald. Ich muss jetzt Geld ausgeben. Wo sind wir, Freunde? Die Zeit wird knapp. Alter, ich bin mit dem Einkauf fertig. Die Handtasche kostet 149 Euro. Sehr günstig und ich liebe es. Und ich glaube, ich habe gewonnen. So oder so läuft die Zeit. Aber schauen wir mal, was die anderen machen. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Ich gewinne immer. So, Freunde, hier ist das MacBook, das ich kaufen möchte. Welches ich nehmen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich glaube, ich nehme das hier. Und ich habe ein Geschenk für meine Frau gefunden. Ich kaufe eins in rosa. Ich denke, sie wird zustimmen. Oder schwarz. Das ist schwarz. Schaut, das ist pink. Ich glaube, ihr würde pink besser gefallen, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, wahrscheinlich dieses hier. Freunde, schaut her. Was soll ich machen, Leute? Schreibt es in die Kommentare.
Großartig, Leute. Ich habe ein MacBook gekauft. Das ist hier drin. Ich hoffe, es gefällt ihr. Ich will es wirklich. Ich bin sicher, sie wird es mögen. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Und jetzt werde ich zu den anderen gehen. Mal sehen, was sie gekauft haben. Aber ich bin sicher, dass ich gewonnen habe, Freunde. Weil ich logischerweise definitiv die teuersten Sachen gefunden habe. Logisch. Aber ich weiß es noch nicht. Treffen wir uns. Ich habe vergessen zu sagen, dass es ungefähr 1500 Euro gekostet hat. 1470 bis 1480, so ungefähr. Hoffe, es ist ein guter Kauf. Also Leute, wie ihr seht, bin ich fertig. Ich bin schon draußen und warte auf Rafa und Demon. In ein paar Minuten sollten sie hier sein, ne? Oh, oh, da ist Demon. Oh, hier ist Demon. Oh. Du hast verloren, Bruder. Warum? Komm, du schon, hast verloren. Komm schon, geh weg. Du hast verloren. Warte. Wir warten auf Rafa. Und Rafa, wo ist Rafa? Ich glaube, das ist er, oder? Lass uns hier lang gehen. Freunde, seht, wie schön. Oh mein Gott, was für ein Hoch. Das ist das höchste Gebäude der Welt, Freunde, ja. Der Welt. Ja. Hey, ich bin gekommen, Freunde. Zeigen wir mal hier, was jeder von uns gekauft hat. Und mal sehen, wer gewinnt, okay? Ich bin mir sicher, dass ich gewonnen habe, Freunde. Ich habe das teuerste Geschenk, das es gibt. Jetzt werden wir sehen, wo der Hase hängt. Los, los. Also, ich habe erstmal ein cooles Hemd gekauft und es hat ungefähr 150 Euro gekostet. Leute, ab 500 Euro nach 150 Rabatt, das ist ein cooles Hemd. Sei nicht eifersüchtig, Stas, sei nicht eifersüchtig. Und ich habe eine Michael Kors Handtasche gekauft und die kostet auch um die 150 Euro. Beneidet ihr Stas nicht? Beneidet ihn nicht. Ich beneide niemanden. Und ich habe gewonnen, ich weiß es. Was hast du gewonnen? Lass es mal nachsehen. Also, Demon, komm. The fuck? Warst du im selben Laden wie ich? Oh ja, genau, der gleiche Laden. Ich habe einfach etwas anderes genommen. Hey, du bist ein Betrüger. Du bist ein Betrüger und du bist ein Betrüger. Schau, Demon, passt sie mir? Sag mir, sie passt mir, oder? Oh, what the fuck, wo hast du sie gefunden? Ah, und in dem Laden, wo du warst, hä? Oh, du warst in diesem Laden auch? Nein, nein, es hat gekostet, wie viel es gekostet hat. 180 Jacke, bis 190 Euro auf Rabatt. Also, wie hoch war der Rabatt? 60% Rabatt, 70%. Kurz gesagt, das kostet irgendwas zwischen die 400 und 500 Euro. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht sehr gut in Mathematik. Sehr cool. Und ich habe auch ein MacBook gekauft. Alter. Ein neues MacBook für meine Freundin, fast Ehefrau, für Maria. Und wie viel kostet dieses MacBook? 1500 Euro kam heraus. Alles 1500 zusammen mit allem plus drum das. Und dran. Plus das hier, 1700 Euro. Schau her, du kannst hier noch Bist du normal? Dein MacBook ist alles so teuer wie meine beiden Anschaffungen. Yeah, Rafa, ich bin mir sicher, dass ich die Challenge mit 1000 Euro gewonnen habe. Es tut mir leid. Rafario, was ist mit dir? Also Jungs, mal sehen, wer gewonnen hat. Du schreibst auch in die Kommentare, okay? Aber vergesst erstmal nicht zu abonnieren. Denn passt jetzt auf, Freunde. Komm schon, Freunde. Habe ich eine neue Kamera gekauft. Oh, sie kostet 2.000 bis 3.000 Euro. Mit einem Rabatt kam etwa 3.000 Euro raus. 3.000. Ja, na? Macht nichts. Es ist okay, Digga. Dein MacBook. Ey, das ist Mac X. Habe ich voll günstig bekommen. Das ist eine Linse. Wie viel kostet ungefähr 2.000 Euro. Insgesamt 5 und so. Hast du 5.000 für zwei Dinge ausgegeben? Ach komm, bist ja. Bist du völlig verrückt? Ja, ja. Und was hast du noch genommen? Ihr wisst sicher alle, dass ich Samsung liebe. Aber ich habe jetzt ein neues kleines Ding gekauft. Ja, hast du ein neues Samsung gekauft, du Frosch? Ja, das ist mein Favorit. Ja, das ist hier verboten. Ja. Yeah. Ich werfe es später raus. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht verstehen. Aber wir werden es nicht drehen. Und ich habe mir ein neues iPhone gekauft. Ein neues iPhone. Was hast du gemacht? Ist der weiß wie der Fanstar? Was ist hier los? Ja, und es hat gekostet ungefähr 1100 Euro. So wenig habe ich dafür bezahlt. Ja, hier in den Emiraten, wo wir jetzt sind. Ja, in den Emiraten, Dubai. Und insgesamt kamen 6500 Euro raus, Freunde. Oh, Stars. Ich habe definitiv gewonnen. Ich glaube, Rafael hat gewonnen. 1000 Euro sind meine und logischerweise habe ich das als Geschenk für mich gekauft. Was ein Sieg, Freunde. Wenn wir 30.000 Likes sammeln, machen wir den zweiten Teil. Und wir werden noch mehr coole Sachen kaufen, Freunde. Nur für euch. Voll exklusiv. Ja, vielleicht ein Auto oder so. Ja, Lamborghini oder etwas anderes, Freunde. Okay, wir sehen uns. Abonnieren und tschüss.